zu spät. Feuert an um 11, kocht dann bis um 12. Frösche, Bein, Krebs und Fisch, hurtig, Kinder, kommt zu Tisch. Da ist der Teufel los, da zanken sich zwei Zwerge um den Kartoffelkloß. Der eine wollt ihn haben, der andere ließ nicht los. So zanken sich zwei Zwerge um den Kartoffelkloß. Der große, dicke Waldbär. Janoschs Traumstunde. Also ich denke mir manchmal, dann denke ich mir, nein. Nein, denke ich mir. Nein, denke ich. Nein. Aber dann denke ich wieder, ja. Ja. Und dann denke ich wieder, nein. Nein. Hannes Strohkopp stand schon um 6:30 auf und wartete auf das Postauto, das die Briefe brachte. Und als Herr Neugebauer, der Briefträger, herauskam mit seiner riesengroßen Briefaustragetasche, ging Hannes Strohkopp ihm sofort entgegen und fragte, Ob Sie einen Brief hätten an einen gewissen Herrn Hannes Strohkopp? Da bin ich. Aus Übersee. Herr Neugebauer suchte in der Briefaustragetasche, blätterte alle Briefe durch. Nein, leider nicht. So ging das eine ganze Zeit. Am 12. Tag konnte Hannes Strohkopp vor lauter Aufregung fast gar nicht schlafen. Er ging schon im Dunkeln los, saß dann neben der Straße und zitterte vor Kälte. Er sah das Postauto schon von Weitem und lief ihm entgegen. Herr Neugebauer suchte in der Tasche. Keinen Brief. Doch. Da. An Hannes Strohkopp. Bitteschön.
Das war der schönste Tag in Hannes Strohkopfs ganzem Leben. Er streichelte den Brief, fühlte ihn von allen Seiten. Er fühlte schon von außen, dass etwas Dickes in dem Brief steckte. Er trug ihn ganz vorsichtig, damit nichts kaputt ging. Er musste ihn auch mit allergrößter Vorsicht aufmachen, damit nichts herausfiel in der Eile. Ein Beutel war darin und ein Zettel. Lieber Hannes, das ist nämlich so. In dem Beutel befindet sich ein Zauberpulver. Du weißt, mein Freund, der Medizinmann, dem ich immer das Leben rette, hat es mir gegeben für den Notfall. Und du bist ja in Not. Alles andere steht auf der Gebrauchsanweisung. Mach alles richtig und schreib mir bald. Bin sehr in Eile, muss Löwen jagen und Friedenspfeife rauchen gehen. Dein alter Onkel Jonas. Er hatte es gewusst. Auf seinen Onkel Jonas war Verlass. Hannes Strohkopf las die Gebrauchsanweisung. Und dann schüttet man das Pulver, aber vorsichtig, damit kein Körnchen verloren geht, auf einen Scherben aus Glas. Denselben legt man in einer Vollmondnacht direkt auf das Fenster unter den Mond und zündet das Pulver an. Das Streichholz streichelt man mit einer Eulenfeder vor dem Zünden. Am besten dreimal von links nach rechts. Man träume sich in der Nacht ein Zauberwort. Mehr als 7 Silben lang und dann geschieht es. Am nächsten Tag steht der unsichtbare Indianer neben dir. Er ist dein Freund. Du kannst mit ihm über alles reden, ihn alles fragen. Er bleibt bei dir. Du brauchst dich vor nichts mehr zu fürchten. Und niemand außer dir kann ihn sehen. Vor Frost schützen. An diesem Tag vergingen die Minuten wie Jahre. Der längste Tag in Hannes Strohkopfs Leben. Er bekam 3 Fünfer und eine Rüge ins Notizbuch von Lehrer Birkenreisig wegen geistiger Abwesenheit und Unaufmerksamkeit. Endlich kam der Abend. Vom Fenster aus konnte Hannes den Mond sehen. Er las den Zettel mit der Gebrauchsanweisung noch einmal durch. Langsam. Ein Wort nach dem anderen, denn bei einem Zauberpulver kommt es auf die Genauigkeit an. Schüttet man das Pulver auf einen Scherben aus Glas. Das Streichholz streichelt man mit einer Eulenfeder 3-mal von links nach rechts. Zünden. Fenster unter den Mond. Am nächsten Tag steht der unsichtbare Indianer neben dir. Vor Frost schützen. Hannes wollte bestimmt nicht einschlafen, denn er wollte sofort da sein, wenn er käme. Der unsichtbare Indianer nämlich. Aber dann taten ihm die Augen weh und er schlief doch ein. Und das war gut so, denn er musste ja ein Zauberwort träumen. Das stand in der Gebrauchsanweisung. Eines mit mehr als 7 Silben. Hannes Strohkopf träumte sich das schönste Zauberwort, das er fand. Knicks, knack, knoballacks, faxabrack. Als er am nächsten Morgen aufwachte,
guckte er sofort zum Fenster hin. Er traute seinen Augen nicht. Da stand neben dem Fenster ein riesengroßer, bärenstarker Indianer. Oh. Hannes Strohkopf stand auf, gab ihm die Hand und sie waren Freunde. Der Indianer hieß Ibi Ubhu. Zuerst hatte Hannes Strohkopf Bedenken. Was wäre, wenn der Indianer doch nicht unsichtbar ist? Oder wenn man ihn ein bisschen sehen konnte? Dann würde die Mutter... Das war nicht auszudenken. Beim Frühstück saßen die beiden Freunde nebeneinander. Hannes Strohkopf hatte für Ibi Ubhu gleich einen Stuhl neben sich reserviert. Die Mutter wollte den Stuhl wieder wegschieben. Und da merkte Hannes Strohkopf, dass Ibi Ubhu mit Sicherheit unsichtbar war. Die Mutter konnte ihn nicht sehen, sonst hätte sie doch den Stuhl nicht wegschieben wollen. Hannes schob Ibi Ubhu ein Stück von seinem Brot hinüber. Da, ganz dick geschmiert, Vierfruchtmarmelade. Aber Ibi Ubhu schüttelte den Kopf. Unsichtbare brauchen keine Marmelade. Sie essen überhaupt nichts. Das ist so. Auf dem Schulweg ging Hannes Strohkopf voraus. Ibi Ubhu gleich hinter ihm. Die Leute gingen vorbei, wie sie immer an Hannes Strohkopf vorbeigingen. Guckten sich nicht um, guckten auch nicht nach oben. Jetzt, da ist fast ganz sicher, dass Ibi Ubhu für alle Leute, außer für Hannes Strohkopf natürlich, unsichtbar war. Als Hannes seinen Freund hinter sich gehen fühlte, merkte er sofort eine große Kraft in sich. Er konnte riesige Schritte gehen, spürte, wie seine Muskeln stärker waren und ging mit ganz breiten Schultern. Innerlich hatte er auch keine Spur von Angst mehr. Jetzt bück dich mal, sagte er, als sie durch die Klassentür gingen. Ibi Ubhu reichte an Größe etliche Zentimeter über die Tür. Ein Indianer bückt sich nicht, sagte er und ging durch die Wand. So wie ein anderer Mensch einfach durch die Luft geht. Wunderbar sowas. Hannes Strohkopf ging durch die Klasse, ging durch die Reihen zu seinem Platz in der letzten Bank mit großen, starken Schritten. Und was war? Keiner stellte ihm ein Bein. Sie warfen nicht mit Papierkugeln auf ihn, schossen nicht aus den Blasrohren und beschmierten ihn nicht mit Tinte. Nur Eppel Schneider zischte: Hundefloh. Hannes stand auf, ging zu ihm hin und sagte nur: Was? Wieso? Oh, nichts. Ich hab nichts gesagt. Bestimmt nicht. Ich dachte schon, sagte Hannes Strohkopf. Ibi Ubhu stand neben seiner Bank. Hannes guckte ihn an. Ibi Ubhu sollte ruhig sehen, dass er Mut hatte. Und das sah er auch. In der ersten Stunde hatten sie Rechnen. Ibi Ubhu stellte sich nach vorn neben Birkenreisig. Wie klein Birkenreisig auf einmal war, keiner in der Klasse sah Ibi Ubhu, außer Hannes natürlich. Und Birkenreisig auch nicht.
Jetzt war es ganz sicher, dass der Indianer unsichtbar war. Strohkopf! Hier? Auf einmal erschrak Hannes nicht mehr. Er stand kerzengerade da und sprach ganz laut. 4 und 2 mal 7 weniger 3 ist? Fragte Birkenreisig. 39. Birkenreisig guckte über die Brille. Na nu, das ist doch der Strohkopf, dachte er. Sagte aber nichts. Er nahm sein Notizbuch aus der Tasche und trug eine 3 ein. Die Aufgabe war nicht leicht. Und so schnell hätte es keiner von den anderen gewusst. Es war auch nicht so, dass Ibi Upu ihm vielleicht vorgesagt hätte. Ehrlich nicht. Es war nur so, dass Hannes Strohkopf auf einmal gewusst hatte, wie man rechnet. Ohne Angst. Immer geradeaus. In der Pause foppte ihn keiner mehr. Sie standen herum und guckten hinüber zu Hannes Strohkopf. Komm doch rüber, Strohkopf, rief einer. Aber Hannes blieb am Zaun stehen, neben seinem Freund. Hier konnten sie beide hinausschauen. Denn Hannes Strohkopf wusste, ein Indianer braucht ein weites Blickfeld für seine Augen. Ibi Upu sah in die Ferne. Und Hannes Strohkopf guckte unten durch die Zaunlücken. Alles war so wunderbar. Nach der Pause hatten sie Malen. Lieber Kinder, sagte Birkenreisig, in 2 Tagen ist ja Ostern, wie wir wissen, und wir wollen heute zum letzten Mal in diesem Jahr Ostereier bemalen. Die Zeit der Freude und der bunten Farben ist da. Und wir malen wieder so viele bunte Farben auf die Eier wie möglich. Anfangen! Hannes Strohkopf wollte seinem Freund zeigen, dass er jetzt sogar malen konnte. Er malte alle seine Farben auf ein Ei. Und es wurde grau, braun, schwarz. Siehst du, sagte Hannes, es geht wieder nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist wieder genau so, wie ich es euch, du weißt schon, dem Onkel Jonas und dir damals geschrieben habe. Jeder Strich geht daneben, sagte er leise. Daneben gibt es überhaupt nicht, sagte sein Freund. Wenn du dir überlegst, wo ist denn daneben? Nirgends. Denn neben daneben gibt es wieder etwas Neues. Und so geht das immer weiter. Das bedeutet, dass alles richtig ist, was du malst. Hannes Strohkopf überlegte sich das eine Weile. Das stimmte wirklich. Hannes Strohkopf hatte das Gefühl, als ob er die Ohren mit Blumen verstopft hätte. Er überhörte die Pausenglocke und malte und malte. Was nur auf einmal los ist mit dem Strohkopf, dachten alle. Er war doch immer der Dümmste. Und auf einmal kann er malen. Genau so, sagte Birkenreisig. Haargenau so wie der Strohkopf bemalt man Ostereier. Seht euch das genau an und merkt euch das fürs nächste Jahr. Er trug ihm eine fette 2 ins Notizbuch ein. Der Strohkopf war auf einmal der beste Ostereierbemaler in der ganzen Schule geworden. Das war der schönste Tag in Hannes Strohkopfs Leben. Abends, als Hannes Strohkopf schlafen ging, legte er sich neben das Kopfkissen, hielt den Platz auf dem Kopfkissen frei für seinen Freund, damit er weich liegen konnte. Aber Ibi Upu sagte, ein Indianer schläft nicht im Bett. Die Prärie ist hart
Und so ist er das gewöhnt. Er setzte sich auf die Erde neben das Bett und hielt Wache. Mit seinen Augen guckte er zum Fenster hinaus, sah den Sternen nach. Und Hannes Strohkopp schlief wie ein Stein. Und ohne Angst. So verging die Zeit. Ein Tag nach dem anderen. Und nach kaum 4 Wochen standen in Birkenreisigs Notizbuch schon 4 Vierer und 2 Zweier für Hannes Strohkopp. Er war jetzt nur noch der 5. Schlechteste in der Klasse. Er wurde 3 Bänke weiter vorgesetzt. Er wäre aber lieber hinten geblieben, denn die letzte Bank stand gleich neben dem Fenster. Von dort aus konnte Ibi Ubhu besser hinausgucken. Aber Ibi Ubhu störte die Wand überhaupt nicht. Sein Auge war scharf und er konnte durch die Wand in die Ferne gucken. Der Indianersommer ging vorbei. Es wurde Herbst. Wie lange noch? Da würde der erste Frost kommen. 2 Tage später lag eine dünne Eisschicht auf dem Wasser. Das war der Frost. Hannes Strohkopf fiel auf, dass er seinen Freund nicht mehr ganz deutlich sah. Er erkannte ihn freilich noch genau, sah ihn aber etwas unklar. Er war einfach weg und das Zimmer war leer. Hannes suchte ihn überall, aber er fand ihn nirgends. Das war sehr schlimm. Das war der schlimmste Tag in Hannes Strohkopps Leben. In seiner Not schrieb er einen Brief an den Onkel Jonas. Mein lieber Onkel Jonas, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ibi Ubhu war plötzlich weg. Er hat auch nichts gesagt vorher. Ich habe mich auch ehrlich nicht mit ihm gezankt. Das ist ganz schlimm, lieber Onkel Jonas. Schreib mir doch gleich und vielleicht mit Luftpost oder per Eilbrief, was ich machen soll. Dein lieber Hannes. Und weil die Not diesmal wirklich so groß war, schickte Onkel Jonas sofort einen brandeiligen Brief zurück. Lieber Hannes Junge, schrieb der Onkel Jonas, das ist gar nicht so schlimm.
denn Ibi-Ubu ist nicht ganz weg. Du hast nämlich vergessen, dass auf dem Zettel stand, vor Frost schützen. Dann kam der Frost und Ibi-Ubu hat sich verkühlt. Er musste wieder zurück. Aber das ist doch nicht schlimm. Du kannst doch alles selber. Du kannst Ostereier bemalen. Du kannst Spuren lesen. Und verstehst geheime Sprachen. Und du kannst mir sofort schreiben, wenn was ist. Dein alter Onkel Jonas. Und das stimmte. Er konnte jetzt Ostereier bemalen. Er konnte Spuren lesen und verstand geheime Sprachen. Keiner in der Klasse hänselte ihn mehr, weil er stärker geworden war. Und er wusste jetzt, Ibi-Ubu war nicht ganz weg. Onkel Jonas hatte das gesagt. Und jetzt war alles gut. Ich denke am besten, nein, ja. Naja. Die Löwen meiden.